Du hast mich auch noch nicht. Ja, wir sind auch noch nicht. Bildschirm und so noch, ne? Achso, Bildschirmübertragung. Gleich schon wieder dich anschreien und aggressiv werden. Bildschirmübertragung wird angemacht. Hast du dir denn Wasser geholt? Ich habe Wasser geholt, ja. Sehr gut. So, wie komme ich denn jetzt hier einfach nur... Ach ja, okay. Ja, dahin. Und dann müssten wir eigentlich... Ja, genau. Und dann müssten wir sehr gut. Achso, jetzt höre ich mich wieder doppelt wegen... Sehr gut. Achso, dem Scheiß. Jetzt höre ich mich wieder doppelt wegen... dem Scheiß. Okay, jetzt müsste alles funktionieren, wie das soll. Sag's, wenn's losgeht, ne? Ich sage, wenn's losgeht, na klar. Ich muss gerade, ich überlege mir gerade nur eine neue Technik. Aber ich weiß noch nicht, ob die klappt. Nee, ich kann das nicht. Ich muss doch. Nee. Das kommt schon mal ganz weg. Oh. Hallo. Es geht gleich los. Ich möchte das hier nicht sehen, genau. Ja, so gefällt mir das. Ja. Das ist doch gut hier. So, na gut, jetzt sehe ich den Scheiß, aber ist egal. Okay, hallo, ja. Wir haben ja jetzt einige, also es gibt einiges zu bereden. Das stimmt immer noch nicht hier zu 100%. Ich muss doch das noch sehen. Eieiei, das klappt alles nicht, wie ich gedacht habe, Kilian. Dauert alles, aber ja, es zählt manchmal. Gut Ding will Weile haben, ne? So. Wir haben ja heute schon gestreamt und da wir gierig sind, haben wir gedacht, wir spielen einfach jetzt nochmal um 1:30, 1:45. Musst du auch mal. 12:45, 1:15. Stimmt das eigentlich jetzt, was man sieht? Ich bin nicht... Okay, gut, so wollte ich das haben. Genau, wir wollen trainieren und wir haben jetzt beschlossen... Pokémon-Trainer zu... Ja, ich gebe es zu, jetzt die... einige Telefonnummern zu aktivieren von Leuten, die uns wollten. Die Frage ist, wo fangen wir an? Weil nicht jeder macht auch ein Rematch, was wir eigentlich jetzt erzielen wollen, ne? Deswegen musst du mir, Kilian, jetzt mal sagen... Wo eine gute Einstiegsroute wäre, wo man vielleicht ein, zwei... Wo eine gute Einstiegsroute wäre, wo man ein, zwei... Also bei Route 34 soll es 3 geben. Route 34, da soll es 3 geben. Ne? Wenn man jetzt noch wüsste, wo die Route ist. Ne? Ah ja, da, okay, da unten. Wir sind natürlich dann auch vom Level her... Oh, das Level steht tatsächlich auch dazu. Und das sind die 4 bis Level 10. Man kann natürlich auch weiter oben anfangen. Ich kann ja mal kicken. Hier steht die Frage ist, funktioniert das überhaupt, wenn ich die... Ach so, okay. Die werden ja auch stärker. Okay, möchtest du meine Nummer haben? Okay. Wer ist das gewesen jetzt? Eine Picknickerin. Okay. Ja, ja, das Problem ist halt, dass es uns auch die Zeit... Die Gudrun muss es gewesen sein, ne? Die Zeit nimmt! Uiuiui, okay, das ist ein Tenaga. Guck mal, es läuft, wir haben jetzt schon 2 Telefonnummern. Ich hatte Angst, dass das lange dauert. Und dann müsste noch irgendwo ein Camper rumstehen. Ja. Sorry, ich habe das jetzt hier auch so meine Technik eingestellt bekommen. Und deine Technik? Ja, also der Grund, warum wir... Okay, ich jetzt hier versuchen, ist ja eben das Leveln vielleicht ein bisschen interessanter zu machen. Zumindest war das mein Gedanke. Und was dann noch glorreich dazukommt, ist ja, dass wir vielleicht durch mehr Trainerkämpfe ein bisschen mehr unterwegs sind. Und die Mutti vielleicht ab und zu mal anruft. Na, vor allem, denn, genau, weil wir das Gefühl haben, dass, wenn wir Geld generieren, die Mutti auch Sachen kauft.
Ja, dazu habe ich jetzt zwei. Ich habe jetzt gefunden, drei Telefonnummern hier. Hast du nicht vier gesagt? Ja, genau. Nee, es gibt nur drei auf der Route 34. Würde ich meinen. Ach so, okay. Komm. Nee, nee. Aber man könnte weiter auf die Route. Ah, das ist eine gute Sache. Auf ja. der 33 ist halt einer. Einen. Die ist halt dann einen oder einer. Das ist der Wanderer Tom, der auf der Route 33 auf sich wartet. Der Wanderer Tom. Oh, ich bin hart müde, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt die beste Idee meines Lebens ist. Ja, es wird am Anfang ermüden werden und dann wird es aber hinten raus, ne? Aber ordentlich. Okay. Hat geklappt, Kilian. Nice, oder? Und Aprikokost. Dann gehen wir auf die 32 danach gleich. So, mich jetzt nicht hier pushen, ne? Immer schön ruhig bleiben. Route 32. Auf der Route 32 sind zwei Angler, die auf jeden Fall deine Nummer wollen. Angler? Ah ja. Angler, Angler. Angler sind mir aber... Suspekt. Ja, ist eigentlich auch schon komisch, dass wir jetzt als Kind unsere ganzen Nummern an alle möglichen fremden Leute verteilen. Nee, das meinte ich jetzt nicht unbedingt, weil das Problem ist bei den Anglern, obwohl... Kannst du nicht alle Angler über einen Kamm scheren, finde ich. Das ist ein professioneller Sport, ja, das ist auch... Alles ja. hat seine Richtigkeit dahingehend. Mhm. Aber... Sterben halt Tiere aus Spaß, aber ja. Nee, Mensch, auf die Schiene wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur sagen, Angler sind gefährlich, weil die immer so wegen den Carpadors, aber die sind gar nicht mehr gefährlich, weil wir auch levelmäßig, ich bin nicht übermüdet, levelmäßig, Du meinst, aber haben die nicht random Pokémon? Ja. Nee, das ist eigentlich, meine Bedenken sind gar nicht, spielen gar keine, also ist egal. Ich würde Angler am Wasser suchen irgendwie. Ja, ich dachte, hier war noch eine Picknickerin, die auch eine Telefonnummer. Aber die macht kein Rematch. Wahrscheinlich dann. Die, weil die hier, 32? Die hier, glaube ich, gibt. Die will auch die Telefonnummer, aber die macht kein Rematch. Welche Route ist es jetzt? Noch 32. Hier, die will die Nummer haben. Wie heißt denn die junge Dame? Das weiß ich doch nicht. Das ist eine Picknickerin. Ja, nimm mit. Nee. Dann quatscht mich hier sinnlos zu und macht kein Rematch mit mir. Das kannst du mal schön vergessen. Oh, das sind die beiden Angler. Und nee. Ich? Aber der, glaube ich. Auch nicht? Der aber. Okay. Vielleicht, weil du jetzt mit dem Freundschaft geschlossen hast, kannst du auch mit dem anderen Freundschaft schließen. So funktioniert das auch nicht. Hier ist jetzt noch ein Angler. Das stand Leute, zumindest dann, da, dann ja. Dann brauchen wir das hier nicht mehr machen, wenn du hier falsche Informationen weitergibst. Habe ich da ein Item vor Jahren vergessen? Der Feuerstein. Das wäre zu krass. Vitalkraut? Das war's? War Vitalkraut, ja. Also, ich habe jetzt hier einen Angler, Kilian. Ja, ich sehe schon. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Das sind zwei Angler, einfach, ja? Also, im Leuchtturm sollen zum Beispiel drei Leute sein, die dir ein Rematch geben. Ja, da sind doch ultra viele Leute, ne? Die wir anbabbeln müssen, aber na gut, dann soll es halt so sein. Es hat mich noch niemand angerufen. Ja, die haben auch immer Zeiten. Ach so. Manche rufen dich von 10 bis 20 Uhr an, manche rufen dich von 20 bis 4 Uhr an und manche rufen dich von 4 bis 10 an. Toll. Nicht schlimm. Ey, wir haben 5 Stunden gespielt das letzte Mal und da war kein einziges Mal so ein Grafikproblem und jetzt beginnt jetzt schon das Grafikproblem. Wird nochmal neu geladen. Ach ja. Ja, ein Gentleman will die Telefonnummer, gebe ich. Das ist Matrose. Telefonnummer wird gegeben. Lass mich. Okay. Noch ein Matrose. Okay. Vogel-Pokémon, ja, okay. Ciao, Kakao.
Noch ein Matrose. Ja, ciao. Okay, hier waren nur zwei Leute. Oder, obwohl, ich habe die ganz unten noch nicht angesprochen. Vielleicht übersehe ich auch. Discord macht Sachen, sagst du. Okay. Ja, deswegen sagst du nichts. Ja, jetzt habe ich hier nur zwei gefunden. Oder ich habe irgendjemand übersehen. Oh, da ist ein Item. Komme ich denn da hin? Achso, ich kann jetzt hier surfen, ne? Nee. Nicht zu dem Item. Ach, hier mit Kraxler. Nee. What? Ja, vielleicht erst, wenn man mit dem Boot fahren kann. Okay, jetzt ist das Problem. Discord machst Faxen, sagst du. Jetzt höre ich wieder irgendwas. Hallo? Nee. Ruf mich doch nochmal an auf Discord oder so. Hast du... Ah, jetzt höre ich dich. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ja. Ich höre dich. Sorry. Also ich habe zwei Telefonnummern aus dem Leuchtturm rausgezogen. Und zwar von einem Gentleman und einem Matrosen. Okay, warte mal, ich muss ganz kurz klarkommen hier mit dem Stream schon wieder. So. So, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie gerade doll Internetprobleme oder so. Discord, ja, ist ja auch schon spät, ne? Na, ist auch für Internet ist müde. Da wird das Internet abgeregt. So, Leuchtturm hast du nur zwei gefunden, hast du gesagt, ja? Ne? Matrose und Gentleman. Da war noch irgendwie eine Frau, Rosmarine, keine Ahnung. Mädels oder noch. Eine Rosmarine war da? Eine Rosmarine, ich muss nochmal reinkicken. Ja, also ich sag mal so, im Pokémon... Göre Rosmarie heißt sie, ja. Aber Rosmarie Göre ist doch nicht im Leuchtturm. Olivia City Leuchtturm, doch, steht hier. Aber ja, vielleicht... Nee, aber die irgendwie... Rosmarie Göre, da klingelt ordentlich was bei mir im Kopf, aber... nicht im Leuchtturm. Rosmarie Göre. Hier ist keine Göre. Nee. Na, dann müssen wir da leider raus. Ach, geh doch da raus dann. Dankeschön. Ach ja. Bing bang. So. Auf der Route 44 sollen zwei noch sein. Route 44. Ein Vogelfänger und eine Lehrerin. Okay. Vogelfänger! Wie viele Telefonnummern haben wir denn jetzt eigentlich ungefähr? 1000? 1000? Ne, aber so 6? Mehr? 8? Können auch 10 sein. Ne, 10 sind's nicht. 10 sind's doch wohl nicht, ne. Das ist ein Engler. Das ist eine Psycho-Lady. Was waren das für Typen? Vogelfänger und... Vogelfänger und eine Lehrerin. Das sieht aus wie ein Vogelfänger. Das ist immer schon ein gutes Zeichen, wenn man so sinnlos Töne nachmacht.
Hier ist keine Lehrerin. Meinst du, die haben uns verarscht? Weiß ich nicht, das könnte, aber es ist auch keine Lehrerin. Ja, Das tut mir leid, irgendwie ist die Quote 50%, ne? Maximal, ja. Und das sind schon ordentlich Leute in der Klasse. Dich habe ich angesprochen. Ich könnte noch mal hier runter surfen, ob da jemand ist. Ja, leider nein, leider gar nicht. Vielleicht ist die Route auch länger, als ich denke. Das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. Auf Route 17 soll es noch mal 3 geben. Also 2. Also wahrscheinlich eher 2, ja. Ach, es regt mich auf. Der Roadie. Welche Route? 17. Ist auch ziemlich am Anfang, glaube ich. 17 ist aber, glaube ich, nicht mehr hier. Also 17 ist, glaube ich, in Kanto. Okay. Ist natürlich hart. Ja. So, alles über 25 quasi. Ja. Das ist korrekt. Hatten wir die 36 schon? Da wären noch mal 2. Nee, hatten wir glaube ich noch nicht. Und da wäre es ein Schulkind und eine Picknickerin. Es hat noch keiner angerufen. Achso, die haben Zeiten, ja, hast du gesagt. Ja, aber manche haben diese Zeit zwischen 20 und 4 Uhr. Ich weiß ja nicht, ob das... Es wird wahrscheinlich die Echtzeit sein, oder? Bei Pokémon? Ich weiß ja, es nicht. Ja, ja. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Route 36. Das ist mein Schild. Ja, ja, wie gesagt, eine Picknickerin und ein Schulkind. Vor allem, du musst die jetzt auch alle merken, wo die stehen, ne? Weil wenn die dich dann anrufen. Oder sagen, ich glaube, der gibt auch die. Ach hier, das ist hier das Schulkind. Ja. Genau, da kann ich mir auch erinnern, dass man gegen den gekämpft hat. Und was für ein Ding? Schulkind und eine Picknickerin. Okay, jetzt aber hier ist doch schon der Nationalpark. Ja. Nach unten ging nicht mehr? Nee. Da kommt die neue Route. Okay. Was für eine Route kommt da? Wahrscheinlich bin ich so übermüdet, dass ich irgendwas nicht mehr wahrnehme. Und ich ständig irgendwie. Weiß ich nicht. Auf Route 35 müssten auch 2 sein. Du kannst ja im Notfall einfach mal nach unten gehen. Wir brauchen jetzt ja nicht jede. Ist jetzt ja nicht so wichtig, aber vielleicht, dass wir so 10. Bis wir auf einer Route Ken gefunden haben, können wir ja mal machen. Okay. Gucke mal, was wir hier schon alles haben. Hier, Bodo, Lorenz. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir. 9 haben wir. Ging doch eigentlich ganz flott. Oh. Geh mal auf die Route 35 runter. Ich glaube, man merkt überhaupt gar nicht, dass wir müde sind. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich meine, die Leute wissen halt auch, ne? Dieses Publikum. Also der will auch die Nummer haben. Aber trainiert er mit einem? Ist das ein Käfersammler? Ja. Käfersammler Udo? Na, das weiß ich nicht, wie der ist. Also soll ich den anquatschen? Na dolle. Und es gibt noch jemanden in der Route. Feuerspucker. Feuerspucker? Ja. Eieiei. Feuerspucker.
Es wird Feuer gespuckt. Ach, schon wieder krank, dass ich weiß, wo der steht, ey. Angelo! Okay, was Hallo. Kommt denn für ihn? Lorbla, direkt vor meinen Augen. Okay. Danke. Und das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ruf die mal zurück. Angelo. Okay, war das schon ein Angriff? Okay. Oder sagen die direkt, dass sie kämpfen wollen? Er würde dich so doll einladen, ja. Nee, du, es bringt nichts, ihn zweimal anzurufen. Aber wenn er dich das nächste Mal anruft, dann kannst du. Dann kriegt er ein riesiges Problem. Kriegt ein riesiges Problem. Ja. Aber wir sammeln nochmal Items ein, die uns auf dem Weg verschollen sind. Das ist doch ganz cool eigentlich. Der Feuerstein. Der Feuerstein. Ja. Genau. Ja, du musst mir mehr geben, oder reicht es jetzt? Was ist denn nah dran? Ja, ich kann dir noch. Warte mal, ich guck mal nach der 38. Ne, 38 ist nur einer, da ist die Chance sehr gering. Route 17 hast du gesagt, gibt's nicht. Nicht. Ich würde ja gern dieses Duo eigentlich haben. Oder? Weil wir noch Bock auf Duo-Kämpfe? Na klar. Weil da würde auf der Route. Es ist 13 wieder. Ich bin. Ja, aber es gab doch diesen. Vielleicht kämpfen die leider nicht zu zweit gegeneinander. Oh doch, die gibt's. Ne, Route 15 und Route 13 gibt's nur. Das ist Mau. Ja. Also jetzt trainieren gehen. Wir haben ungefähr 10 Nummern, ja. Ich glaube, das reicht. Mir reicht schon lange, ne? Das ist auch so ein alter Operspruch. Und Indigo Blado ist jetzt die beste Variante, wo wir trainieren. In die Siegestraße. Ich will da nicht hin. Ja, aber unsere Pokémon müssen sich auch beweisen, ne? Ja, das hat nichts mit Beweisen zu tun, sondern mit unfairer Scheiße, mit Konter und Spiegelcap, dass ich da würfeln kann, ob ich überlebe. Wir haben Gena, wir lassen Lamus vorne, ist doch alles. Ja, und dann kommt sowas. Hat irgendjemand den EP-Teiler? Ja, das haben wir letztes Mal schon eingestellt. Ja, entschuldigen Sie. Die Frage ist, warum hat... Achso, deswegen. Wegen Zauberwasser. Wollte ich mich gerade schon wieder künstlich aufregen. Was hat denn das gerade gemacht? Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Was hast du gemacht? Okay, ja, mein Herz. Das hat Geduld gemacht. Und ich habe zweimal schön raufgeprügelt. Alter, ey, zum Glück konnte ich flüchten. Das hätte mir jetzt. Das hätte mich wahrscheinlich getötet. Das wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber jetzt bin ich wach wieder. Jetzt geht's los. Ich weiß, du hast es nicht mitbekommen, weil du da wieder in deiner Internetwelt lebst. Aber ich habe das mitbekommen. Okay. 500, naja gut. Naja, aber man muss halt. Ach. Ja. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob. Naja gut, ich mache einfach mal. Du willst wieder surfen gehen, sagst du? Nee, ich. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinlaufen soll, also hier in der Höhle. Ob ich jetzt einfach hier bleiben soll, oder? Mal besser rausfinden, meinst du? Ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man schnell zum Pokémon Center kommt, aber ja. Eigentlich haben wir hier eine krasse Bank. Warum dachte ich, dass Strudel eine gute Idee ist?
Konfusion nicht sehr effektiv vielleicht. Ja, ich dachte, na, weil der Kampf eh lange dauert und dann mache ich... Aber das haut doch hin. Ist wie Gift, ne? Das ist wie Gift, ne? Nur halt, dass es beschissen trifft und auch alles... Okay, Superzahn ist ultra scheiße. Außerdem mach jetzt nicht die mit mir. Okay. Wir halten fest, übermüdet Pokémon zu spielen, kann uns umbringen. Ist vielleicht jetzt nicht die allerschlauste Idee. Raus aus der Höhle, wieder rein ins safe Gewässer. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir müssen halt auch kampferprobt sein, ne? Aber ja, wir sind vielleicht wirklich mehr Fokus, wenn wir gegen einen Trainer kämpfen, als... Ja, natürlich kann Radikal Biss, ne? Aber dann muss ich halt denken, dass das eine Unlichtattacke ist, ne? Das ist halt auch von mir ein bisschen dämlich. Okay. Also Dialga gibt gut Erfahrung, aber ist halt auch gut stark, ne? Wisst ihr, aber Lamus ist schon das Pokémon, was du auf Level 50 siehst, oder welches? Naja, aus Angst kann ich ja jetzt kein anderes vornehmen und das... Wisst ihr, wie ich meine? Das Problem ist, die anderen... Naja. Ja. Also Lamus wird halt eher Level 50, bevor die anderen Level 45 sind, ne? Da müssen wir uns dann... Ja, aber ein, zwei vielleicht? Ja, klar. Dann können wir immer noch wechseln. So, ich wollte noch sagen, ne, weil ich immer gesagt habe, ich mag den EP-Teller nicht, aber der hat, letzte Folge hat er schon viel gebracht, muss ich sagen. Und da haben wir den Salat. Auf jeden Fall mit dem Pagato. Mit Level 10 da. Okay. Der ist 30 Level gewachsen. Immer noch nicht angreifen? Achso, er hat schon geschlafen. Aufwachen, Spiegel, Capern. Nee, das funktioniert so nicht. Warum machst du keinen Surfer drauf? Weil ich keine AP mehr hab. Okay, entschuldigen Sie. Ich bin auch müde, ne? Für uns ist alle jetzt die sechste Stunde. Okay, wir können wieder ausatmen. Und das ist so schlimm, dass es wenig am Rauchbord gibt. Das ist wirklich hart, ja. Es hat uns noch niemand angerufen. Ist doch gut, oder? Auch. Achso, die meinst, die haben Zeiten, wo die anrufen, hast du gesagt, ne? Ja. Ich könnte jetzt halt nach denen gucken, die halt von 4 Uhr bis, oder von 20 bis 4 Uhr dich anrufen. Einfach sagen. Aber es sind so viele. Okay, ich habe das Gefühl, dass hier zu leveln ist vielleicht doch nicht die beste Idee. Hallo? Hallo, hallo? Nee, ich meine hallo zu Pokémon. Ach Mann. Mann! Jetzt schon 44 und die anderen noch 40.
Ja, ist komisch. Nee, das ist ja mit Level 43 hier auch gestartet, ne? Aber ich sag nur. ich wollte nur sagen, dass es. Naja. Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Was können wir dann sehen. Für Content bieten für Leute, die Nachtmäuse sind, sage mal. Was machst denn du, wenn du nicht einschlafen kannst? Weil ich habe gehört, eigentlich soll man ja aufstehen, ne? Und dann so. Dann so, weiß ich nicht, lesen und oder so. Streams gucken. Oder einen Tee trinken, genau, Streams gucken. Ja. Und auch die Leute also supporten halt auch, ne? Spendenlink ist in der Verschreibung. Ey, wirklich, ey, wenn ihr wirklich spenden würdet, ich würde. Dann könnte ich das auch viel öfter machen, ey. Und Level 41. Und der Zug geht los. Der Trainingszug. Sind nicht noch ein paar Herzschuppen da auch rauszertrümmern? Mhm. Das ist ja auch Pokémon. Also ich habe das Gefühl, dass das auf dem Wasser schon schneller ging. Was hältst du, was sagst? Jetzt macht es wieder Geduld. Da waren ja die Pokémon auch noch nicht Level 44. Ja, nee, du kannst gerne da rausgehen, ja. Ich bin. Okay, ich bin hellwach. Es gibt Erfahrungspunkte. Hallo? Es wird gegähnt und dann wird keine Drachenwut gemacht. Obwohl, Drachenwut ist egal. Aber ich habe auch nichts, was hier gut abzieht. Warum ist Wasser gegen Drachen nicht gut? Weiß das auch jedes Kind eigentlich? Das ist eigentlich normal. Also, kommt doch an, auf welche Schule du gegangen bist. Aber auf dem. Hubert! Ist ein blauer Punkt da dran. Ne? Gut, Dame, wie geht's? So, darf es wieder ein Kampf sein? Nice. Na klar. Leuchtturm! Ich muss schnell zum Leuchtturm. Wie viel Uhr ist es denn jetzt eigentlich? Na, ich glaube, das ist meine Dingsuhr auch. Okay, ja. Aber ich kann gleich nochmal gucken. Das war die Ruth, sagst du, ja? Bitte? Wie hieß die junge Frau? Hubert. Hubert hieß die junge Frau, okay. Ja, du. Der sagt halt, dass er zwischen 10 Uhr und 20 Uhr. Das ist also hier steht, dass er zwischen 10 und 20 Uhr dich zum Kampf einlädt. Ja. Also ist total egal. Warte mal, was sagt denn hier Poco? Hier 1.15 Uhr, siehst du, Dienstag. Also ist genau die Zeit, die wir jetzt auch gerade in dieser Realität hier haben. In dieser Matrix. So, die Frage ist, wer war denn Hubert? Hubert könnte schon der Gentleman hier gewesen sein, ne? Dann sag ich doch. Ein Pokémon Omot, aber ist auch schon gut. 36. Drückt auch schon gut. Erfahrungspunkte rein. Oh, und dann. Hat sich schon gelohnt? Guck mal, ich meine. Guck mal, dann kriege ich Geld und jetzt muss ja Mutti sofort anrufen und Sachen kaufen dafür, ne? War ja der Plan. Okay. Aber jetzt wieder zurück. Ne, wissen wir alle. Ja, Siegestraße, genau. Siegestraße willst du wieder. Okay, aber. Oh, ja, ich bin nicht betrunken. Ich bin nicht müde. Man dürfte jetzt aber betrunken sein, finde ich. Mache doch jetzt. Wenn man morgen nicht arbeiten ist. Oder spät. Oh. So, ich fand es mit dem Zertrümmer nicht schlecht eigentlich. Ich finde die Idee gut, Kilian. Mir gefällt, wie du denkst. Wir zertrümmern jetzt da immer und hoffen auf Dragoran und dann gehen wir wieder raus. Und auf dem Weg prügeln wir die Pokémon kaputt, die uns begegnen. Sehr gut. Ist eine gute Idee, ja. Kein Pokémon. Und ab und zu ruft hoffentlich nochmal ein Trainer an. Kein Pokémon. Und Dragoran. So, dann gehen wir hier noch eine Runde und dann gehen wir raus und wieder rein. Wenn ich nach mit leeren Händen nach Hause gehen. Hemden? Hemden, ja, mit leeren Hemden. Kennst du nicht das Sprichwort? Nee. Du Croissant.
Was ist so deine Lieblingsabendbeschäftigung? Also, wir hatten ja vorhin eigentlich dieses Einschlafproblem-Ding, ne? So was ich mache, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Und da habe ich mir einfach dann vorgenommen, okay, ich mache mir halt irgendwas an, was ich halt gerne hören möchte, so nebenbei, was gerne mal ein bisschen mitlaufen kann. Meistens sind das irgendwelche Rap-Videos tatsächlich, ja, genau, auch. Und dann denke ich mir halt, wenn ich halt da liege und nicht einpennen kann, denke ich mir halt, naja, aber trotzdem sammelt ja mein Körper jetzt irgendwie Energie, weil ich liege ja wenigstens da. Ich mache ja alles, was in meinem möglichen Wachzustand ist, um meinem Körper Ruhe zu gönnen, so irgendwie. Ja. Und das, du liegst ja jetzt gerade auch irgendwie im Bett, ne? Und guckst nur noch mit deinem halben Auge. Und gucke nur noch mit Augen hinzu. Ja, ne. Ja, du machst das schon. Ja. Das ist ja klar, Zertrümmer, genau. Gute 44. Da wird irgendwie was wird da schon sein. Ja, gucke mal, ja, ruf mal den Hubert an, da, die Frau. Was wollte ich sagen? Achso, was ich ja für mich auch entdeckt habe, ist, ich höre mir schön die Harry Potter Podcasts an. Die letzten. Okay. Ich wusste gar nicht, dass der einen Podcast macht. Ja. Ich weiß, neben der Zauberei macht er noch einen Podcast. Und das muss ich sagen, ist für mich richtig Magie. Also nicht Magie, also das Gewürz, die Gewürzmischung, sondern ich meine schon die Zauberei. Und ein Panzerer. Na, da haben wir es doch. Das Dragoran habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Oh, jetzt machen wir unsere Ehrenrunde. Ja, ja, dann machen wir hier noch ein bisschen. Na klar, auch wenn ich Bodyslam mache, das war in der letzten Folge auch so, das macht einmal Bodyslam irgendein Pokémon, ich sofort Paralyse. Das kann doch nicht wahr sein. Nö, nö. Ja, einfach ab. So, jetzt kommt kein Isso mehr. Dankeschön. Einfach im Pokémon-Kampf nee sagen, wenn der Trainer irgendwie eine gute Strategie hat, der Gegner. Nee. Das ist geschummelt. Bin ich ehrlich, mein Pokémon kann sich kaum noch bewegen, Leute. Wir können gerne kämpfen, aber es muss auch fair bleiben. Die ganze Zeit. Linie überschritten. Das zählt nicht. Haben Sie gesehen? Er hat seinen Pokéball zuerst geworfen. Haben Sie es aufgeschrieben? Das ist nicht gestorben. Das ist wirklich lebendig hier. Das kann auch weitermachen. Wirklich vertraut. Ey, das Item, was das Pokémon hat, das ist gar nicht erlaubt. Schiri! So alle halbe Minute wird der Schiri gerufen. Der hat schon Geld. Warum kommt kein Dragoran mehr? Ich glaube, weil wir es uns zu sehr gewünscht haben. Nee, weil ich frage mich halt nur, weil das war ja der eigentliche Plan und jetzt kommt kein Dragoran. Ich möchte eigentlich nur das sehen und Dragoran. Was anderes will ich hier gar nicht sehen. Ist so. Du darfst den Namen da gar nicht sagen. Ach ja. Conclusion. Nee, möchte ich nicht, dankeschön. Ja. Ciao, Kakao. Gut, das läuft doch wie geschnitten Brot. Ja, dankeschön. Ja, okay. Level 45. Unser erstes Pokémon auf Level 45, Mann. Toll. Das ist schon krass, Mann. Psychokinese. Mann, warum lernt es nicht Psychokinese, Mann? Oh, ich glaube, irgendjemand hat mich angerufen. Scheiße. Da bin ich rausgegangen aus der Höhle. Naja. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich kannst du gucken in deiner Anrufliste, wer dich angerufen hat als letztes. Wirklich? Man weiß ich nicht. Auf dem Handy kann man das, ob das auf deinem Handy funktioniert hier. Mann, ey, wie kannst du mir
das antun? Anton? Hätte ich einen Anton? Ich glaube, ich würde es Anton nennen. Anton, Anton. Oh. Da ist es. Ja, ist egal. Und ciao. Ciao, oh, Kakao. Noch ein Dragoran. Okay. Mist. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das Surfen-Ding mehr bringt. Wie würdest du das einschätzen? Weil hier kommt ja oft das. Das Gute beim Surfen war, dass das sehr oft kommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der Quatsch bringt ja, nee, nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Und vor allem könnten wir noch andere Pokémon einsetzen. Und hier, guck mal, ich bin noch viel öfter im Pokémon Center. Ja, weil da muss ich nicht selbst heilen. Ja, aber auch weil dieses Dialga-Viech, dieses legendäre Pokémon, das blaue, das lutscht mir auch immer 2 AP weg. Und ich muss ja dreimal Surfer, also, und das sind dann 6 AP vom Surfer weg. Weißt du wie? Ja, der 4 AP habe ich jetzt gar nicht so richtig geachtet, aber ja, jetzt wo du es sagst. Mhm. Du bist genau das, was ich jetzt nicht haben will. Naja, hat auch 600 gebracht und war ein One-Hit. Oh, eine Herzschuppe, dankeschön. Gelbstück. Okay, nehme ich auch. Oh, whatever. Okay, hier war nix. So, könntest du mal kicken, was das Gelbstück macht? Nee, nee. Das wird nicht nötig sein. Ich finde doch gut, die Radikals hier sind sehr respektvoll, muss ich sagen. Also man kann nicht fliehen, aber die greifen ihn auch nicht an. Ein Volltreffer. Guck mal rein. Bam. Ja gut, das sind schon Tausende, das ist schon echt gut, aber... Dann kommt wieder so ein Quatsch. Weißt du wie? Ja, Udo! Nee, okay, du redest nur Quatsch. Oh, ich hasse Leute, die so sind. Nee, geh mal nicht raus und ruf mal aus der Höhle nochmal an. Wie, warum muss ich da rausgehen? Naja, ich dachte, es ist halt vielleicht cool, wenn man den halt wirklich eine Minute später anruft und nicht 2 Sekunden. Für Käfer-Pokémon. War das eine Aufforderung zum Kampf? Oder nicht? Okay. Da war ich gerade unsure. Das ist halt noch nicht effizient, ne? Dieser Pokémon. Also klar, das Pokémon Center ist relativ nah. Naja. Das Senfe gibt halt immer so 600 Erfahrungspunkte, ne? Aber wie gesagt, das Wallet ist so in der Regel auch. Aber gibt es nicht noch irgendwo ein Gebiet, was vielleicht ein bisschen höhere Level-Pokémon hat, wo man auch surfen kann? Warum bist du denn immer so versessen auf Surfen? Weiß ich nicht. Okay. Ist einfach nochmal eine andere Art Pokémon. Vielleicht hat man manchmal ein geiles Spawnfeld. Mal probieren, was anderes ausprobieren mal hier, ne? Kann sich nicht immer nur beschweren, aber nicht kicken. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wir können auch bleiben, wo wir sind, Marcel. Mach dir keinen Stress. Was ist deine Lieblingstageszeit, Kilian? So, am Tag meinst du jetzt? Oder bei Pokémon? Naja, deine Lieblingszeit. Abend, früh, morgens, mittags, abends. Das ist schwierig zu sagen. Habe ich abends zweimal gesagt? Ich weiß, dass das keine einfache Frage ist, aber... Am wenigsten mag ich davon früh.
Und je nachdem, wie das Nachmittag und Mittag und Abend geplant ist. Ne? Ich habe letztens... Aber ich glaube abends eigentlich eher. 17 ja. Uhr plus. Bis so um ich zwei. Ich habe letztens mit irgendjemandem auch darüber gesprochen. Ja, ich glaube, ich finde auch so dieses so 16 Uhr Feeling nicht schlecht, also wenn man so dieses nach der Schule Ding, wenn man gerade aufsteht, mag ich. Wenn man gerade aufsteht. Genau. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob das noch so von der Schulzeit so sich eingeprägt hat, so dieses. Aber das mag ich, wenn man dann auf dem Weg nach Hause ist. Und dann weiß man, geil, ich habe jetzt Freizeit. Ich ist quasi der Anfang von meiner freien Zeiteinteilung. Und die Vorfreude, ich könnte den ganzen Tag Pokémon spielen. Ja, keine Ahnung. Schön ist, meistens hat man keine Hausaufgaben auf. Weil ich bin doch letztens, war ich auch um die Zeit spazieren, glaube ich. Und da war auch so schöne Luft, irgendwie. Da hat die Sonne ein bisschen geschienen, da, na gut, vielleicht lag es so einfach in der Sonne, dass es mir gut ging. Aber deswegen mag ich auch die späte Uhrzeit. Da ist meistens gutes Wetter, es wird meistens ein bisschen kühler. Vielleicht habe ich eine Doppelrunde gemacht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, jetzt bin ich raus aus meinem Flow. Das macht keinen Sinn. Ich dachte, du rappst jetzt, weil du Flow gesagt hast. Jetzt bin ich raus aus meinem Flow. Du bist ein kleiner Wurm. Wurmsohn. Sorry. Das sagt man nicht. Sagt man nicht, nein. Was reimt sich denn da, Flow? Du bist ein... Ich hab einen geilen Flow, du bist ein Flow. Also, das Tier jetzt. Yay. Ich kann gut rappen. Ja. Ja, wir müssen mal. Du bist ein Peppen. Ich kann dir auf jeden Fall mal im Escalate wird bald wieder vorbeischauen. Dann wird hier ordentlich gerappt und vielleicht wird auch mal was aufgenommen, ne? Dann... Oh, nee, das dürft ihr nicht machen. So ein Gover oder was? Das Schlimme ist, Martin zerdrischt mich auch in 90% der Fällen einfach hart. Ja, also ich. Ja, ich. Ja, gut. Ich war jetzt nicht immer dabei, aber ich. Also ich bin echt schlecht darin, deswegen kann ich es vielleicht auch immer schlecht einschätzen. Wer da wie gut ist. Aber das soll man ja auch angeblich trainieren können. Auf jeden Fall, klar. Weil ich mir denke, aber hat das auch nicht was zu tun, schnell, kreativ sich was auszudenken, was sich dann auch noch reimt? Das Reimen macht mich halt wahnsinnig. Ich bin ein kleiner Wicht. Ja. Einfach einfach. Weil so, ne, kleine Wortwitze, das mag ich natürlich schon gern, ne? Und weit ist es ja davon nicht. Also man muss ja dann auch relativ schnell sich was Witziges überlegen. Weißt du wie? Aber entweder das reimt sich ja nicht. Oder was halt gut wehtut, ne? Also das ist halt die Königs... Also das muss ich ja dann auch noch reimen, ist halt das Problem bei mir. Ja. Ja, also ich habe noch andere Probleme, aber das ist auf alle Fälle noch ein Problem, ja. Hast du ein Problem? Geh weiter. Hast du noch ein Problem? Geh weiter. Achso. Ist es unser erstes Pokémon Level 46? Krass. Wow. Ja, Rosi macht seinen Job auf jeden Fall. Aber macht dann gut, ist die Frage. Danke doch. Na, Dialga könnt ihr schon mal one-shotten. Ich weiß, das ist viel verlangt, weil es ein legendäres Pokémon ist, aber wenn er das machen würde, dann hätte er einen guten Job. Aber er kann halt gegen fast alles hier kämpfen, das stimmt schon.
Du könntest... Na gut, ich weiß nicht, musst du auch nicht. Aber das würde mich mal interessieren, ob Lamus Psychokinese noch erlernt. Das würde mich mal interessieren. Kann man nebenbei reinkicken? Die Routen kann ich ja theoretisch schließen, oder? Das ist ja durch. Das Thema. Oder nicht? Na, wenn du schließt, ist es aus dem Internet gelöscht, ne? Das ist natürlich, da musst du aufpassen. Immer auch, das ist natürlich hart, ja. Gib mir Mühe, dass ich hier nicht das Internet zerstöre. So, Leute, müssen wir jetzt um die Uhrzeit eigentlich jetzt auch ASMR-Zeug machen? Also müssen wir eigentlich jetzt flüstern, damit die Leute besser einschlafen können? Schlafe ein, schlafe schnell. Also ich, also wir trainieren ja nur. Und wenn kein Pokémon stirbt, dann ist das natürlich hier auch schön monoton zum Einschlafen, ne? Jetzt ist die Frage, wie angenehm sind unsere Stimmen? Also, ob das wir beruhigende Frage, Stimmen ja. haben. Beruhigende Stimmen sind meistens solche, die so einen Bass haben, ne, oder? Die so bessern sind. Ich weiß nicht, manche Leute mögen hohe Stimmen, manche Leute mögen tiefe Stimmen, ich glaube. Sympathisch muss es halt klingen, ne? Für einen. Geil, Beleber. Ja. Also Psychokinese hätte das Level 36 lernen müssen. Okay. Aber bist du bei, bei, so, glaube ich, versucht zu Generation gucken, 4? Was kannst du nicht? Oh, nee, habe ich nicht, warte. Ich war wieder bei Soul Silver, sage ich. Ja, du musst eigentlich nur PokoWiki anmachen und Lamus eingeben. Oder eigentlich nur Lamus googeln. Dann kommt als erstes die PokoWiki-Seite und da kannst du das machen. Entschuldigen Sie mal kurz. Ja, weil du auch vorhin schon eine Bisa-Fanseite aufgemacht hast, wo ich mir schon wieder denke, brauchen wir sowas hier nicht mehr machen. So, und da meinst du, da steht doch die Generationssache, oder was? Ja. So, ja, mein Brain ist auch müde, muss ich dir sagen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, wir haben jetzt schon fast wieder eine Stunde gemacht. Und wir haben nicht richtig so krass gelevelt. Ne? Achso, ja. Nicht so viel erreicht, wollte ich auch sagen. Nee, weil du dachtest dann schon, ja, dann jetzt prügeln wir das durch und dann können wir das nächste Mal Top 4 machen. Ja, aber so ist es auch. Ich freue mich auch darauf. So, ich meine, wir hätten das so oder so machen müssen, was wir jetzt hier tun. Das ist leider jetzt ein zäher Brocken, aber der muss eben geschluckt werden, komplett. Hm. Oder? Oder nicht? Schrei ich oder schrei ich nicht? Ich finde es so dolle nicht, Marcel. Es tut mir leid, ich bin auf diesem Poko-Wiki. Okay. Du bist aber bei deinen Attacken, ne? Und dann hast du Levelaufstieg. Dann hast du. Dann hast du doch so Reiter, da steht 8. Generation oben. Da steht 8. Generation oder 4. Generation. Und das musst du einfach nur anklicken. Oh ja. Oh ja. Entschuldigen Sie, ja, ich bin. 4. Generation ist Psychokinese tatsächlich noch erlernbar, ja. Aber es wird nicht schmecken, Mann. Okay, wann denn? Level 54. Eieiei. Und davor kommt noch eine Psychoattacke. Vielleicht. Level 47, Amnesie. Okay, das ist. Macht keinen Schaden, zumindest. Nee. Das macht tatsächlich keinen Schaden. Aber das ich liebe Amnesie auch. Trotzdem. Die Spezialverteidigung des Anwenders wird um 2 Stufen erhöht. Ja, um 2 Stufen. Das ist schon nice. Aber wofür? Ach, du hättest Lamus so gut wie wofür. Für welchen Angriff würde man, oder für was würden wir das rausnehmen? Ach so, das können wir nicht rausnehmen. Also wird Amnesie so doll nicht erlernt? Nee, leider nicht. Ja, Level 54 ist hart, Level 61 und 67 lernt es noch Attacken. Aber das möchte ich jetzt hier nicht komplett spoilern, ne? Das ist ein Spoiler dann auch, ne? Hast du mich hart gespoilert denn wieder? Regentanz und Psycho Plus, also freu dich. Psychokinese ist schon. Psycho Minus auch oder nur Psycho Plus? Nur Psycho Plus, ja. Psycho, TZÜ.
Darüber regt sich ja Martin immer auf, dass ich dir nicht aussprechen kann. Psycho? Ja. Ich habe auch ein paar Mal drauf geachtet, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich kannst du das schon aussprechen. Ich spreche es immer absichtlich. Ich sage immer so Psycho. Um dem Ganzen zu umgehen auf eine charmante Art und Weise. So kennt man mich auch. Charmant. Und Art und Weise. Ja. Ist denn ASMR was für dich, um jetzt nochmal bei dem Thema in irgendeiner Form zu sein? Ich würde erstmal deinen Standpunkt da fragen wollen, Marcel. Das ist ja auch jetzt eine intime Frage. Ich habe mir also jetzt noch nicht so viel da reingezogen, aber immer wenn ich es gesehen habe, fand ich es weird und komisch und dachte mir, das ist so ein Sexding. Das kann mir auch keiner erzählen. Aber gut, anscheinend soll es auch nicht nur darum gehen. Aber auch so diese Schmatzgeräusche und so. Come on, das klingt schon dolle wie Blowjob oder was weiß ich. Also wie Sexgeräusche einfach. Aber ja, ist okay. Jeder wie er kann. Und wenn das einen entspannt, dann ist es so. Meinst du, dass jemand sich jetzt gerade einen... Nee, das kann ich nicht sagen. Nee, jetzt gerade nicht. Nicht, nee. Nicht in diesem Fernsehen hier. 1:39. Nee, also ich weiß auch, dann hast du dann auch viele Videos, wo die dann so leicht bekleidet sind und dann denke ich mir, ja gut, aber es ist ja ein akustisches Hörerlebnis, warum? Na gut, dann werden. Okay, jetzt müssen wir wach sein. Es wird gegähnt. Es wird nochmal gegähnt. Spiegelcape, du Schwein. Bam. Okay. Ging ja nicht klar, ne? Ich hasse ihn. So, genau, wo war ich? ASMR, ja. Aber klar, du hast dann natürlich auch so Content von wegen, wo dann so Seife geschnitten wird. Oder so, wo diese Tap-Dinger und so. Da soll es Leute geben, auch in meinem Freundeskreis. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Ich hätte fast einen Namen gesagt. Ich werde keine Namen nennen. Die meinten, das beruhigt die. Also, du hast ja dann, wo gesagt wird, dass. Also, jeder hat da ja andere Triggerpunkte. Und das ist dann so entspannt und so Kram. Ja, das ist so mein Standpunkt. Also ich habe noch nicht meins gefunden, wo ich jetzt sage, oh geil. Also ich habe welche, wo ich sage, ja, das finde ich cooler als andere, aber es ist jetzt generell, finde ich, auch so dieses Flüstern, das macht mich eher aggressiv, als dass es mich entspannt, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Aber klar, ist natürlich auch, also hat natürlich auch was sehr, also ohne jetzt auf Sexuelles, aber auch sehr was Intimes. Weil jetzt war ich ein bisschen aufgeregt wegen Abgangsbund. Intimes, weil das Flüstern ist natürlich, das erlebst du ja nicht tagtäglich, also wenn du nicht in einer Partnerschaft bist oder so. Und wenn dann Leute solo sind und gerne so einen intimen Moment haben oder so, dann kann ich schon verstehen, dass Flüstern dann dich auch dann entspannt oder beruhigt oder so. Ja. Aber ja, also ich will es auch nicht verurteilen, du, jeder, was er mag. Aber also für mich ist ASMR nix. Ich seh auch kein Problem darin, wenn Leute das hören und siehst. Aber ich, wie gesagt, also ich höre mir oft eher wieder Serien oder sonst irgendwas noch irgendwie an zum Pennen gehen anstelle irgendwelche Geräusche, die in die Richtung reingehen, was du gerade beschrieben hast. Also ich glaube, was, na gut, aber ich glaube, das geht auch schon. Also so, ich glaube, Regengeräusche und so könnte ich mir, also so dann eher so Wettergeräusche, glaube ich, würden bei mir dann besser funktionieren. Aber ich glaube, dieses oder so, Tapping ja, ist schon, also kommt schon auch stark an dieses Regen, was an die Scheibe klopft, ran. Aber ja. Dann habe ich mich auch gefragt, warum werden denn da immer wieder neue Videos rausgehauen? Weil irgendwann hast du doch dann das beste Video gefunden für dich zum Einschlafen. Und dann kannst du das doch immer wieder hören. Das ist vielleicht wieder ein Lieblingssong, ne? Der ist halt dann nur ein halbes Jahr aktuell oder so, dann hast du es halt irgendwie. Hm.
Ja gut. Kann natürlich auch sein. Ach, trainieren ist schon, ne? Schon schön. Macht schon, also das macht schon einiges mit mir, muss ich sagen. Wie sind denn jetzt die Level aktuell? Zeig mir noch mal 47 rein, und 44. So passt du auf. Entschuldigung. So, jetzt muss ich kurz mal wach sein, weil das Viech mir auf die Eier geht. Abgangsbund, Dankeschön. Jetzt mach ich noch mal Gena. Und noch mal ein Abgang, Dankeschön. Okay. Was? Muss ich noch mal ein Gena machen? Und jetzt kann ich angreifen. War doch easy. Ist so, ey, das ist mir wirklich, es ist Randomizer und das kommt einfach. Ich hasse dich. Warum kommt das hier in der Siegestraße? Müsste man nicht so mit so. Naja. Ich reg mich schon lange nicht mehr auf. Ja, vielleicht sollten wir die Route wirklich nochmal verlassen, so wie es ursprünglich der Plan war. Ach, jetzt auf einmal kommt doch der Routenänderungsplan. Naja. Ich weiß nicht, wie hoch war die Dragoran-Route, Quote. Ich glaube, hat auch schon, hat er nicht auch 1000 gegeben? Oder ist das zu viel? Dragoran? Können wir gleich nochmal gucken, nee. Aber er kommt doch sehr selten, ne? Er hat 1000 gegeben, ja. Dann verstehe ich deine Frage gerade nicht. Naja, aber wenn wir für ein anderes legendäres Pokémon, was hier Senfe, ne? Senf? Ja, Senf hat... Ja. So, ich glaube maximal 700 gibt Senf. Ja, ja, stimmt schon. Aber der kommt halt, ne? Der kommt halt wie Sand am Meer und du musst halt nicht auf Isso achten, ne? Ja, und ich muss auch nicht so oft ins Pokémon Center. Frage ist, was war öfter da? War Isso öfter da oder war ein Dragoran öfter da? Ich glaube, das gleicht sich dann schon wieder aus und du kriegst 200 HP von dem, 200 EP. Das Gute ist, ich kann bei Senfe mit jedem kämpfen, der kann jeder vor. Ne? Ja. Muss ich nicht nur Lamus vorne haben. Aber Lamus ist schon das Level 50er Pokémon, oder nicht? Oder nicht? Na, sieht so aus, ja. Das geht ja jetzt schon in die Richtung. Hä? Achso, das war nicht unter... Okay. Level 54 könnte man schon schaffen, eigentlich. Wenn du das Level 54 hast, dann hast du die anderen auf jeden Fall Level 45. Ey, jetzt greifst du aber wieder nach den Sternen, ne? Was denn, wenn du immer einen EP-Teiler wirfst? Ist so. Was sagst du dazu? Aber 54 ist dollar hart, Alter. Was soll ich dazu sagen, Killern? Ich meine, ja, Konfusion ist eine erbärmliche Attacke, ne? Also, nee, ist schon cool. Ja, es reicht ja auch, wenn es Level 52 wird oder so eine Sache. Das wird ja, wenn der Top 4 das dann auch erlernen oder so. Keine Ahnung. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Ich habe mich aber vorhin auch über das Pichu gewundert, was kam. Heißt ja Cobra, ne? Einfach jetzt mal, wenn man sieht. Das heißt ja übrigens, also Arbok ist ja Cobra. Und jetzt haltet euch fest. Rettan. Dreht's mal um, Leute. Komm. Natter, ja. Es ist unglaublich. Ey, alte Jahre. Und ich war großer Pokémon-Fan, habe ich das nicht gewusst. Habe ich ja wieder mit 30 was gelernt. Okay, jetzt ist die große Frage, wie lange machen wir noch den Spaß hier? Bis es geht Spaß bei macht. Du, trainieren macht mir ultra viel Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Aber warum gehen wir schon wieder hier hin eigentlich? In Slope, was machst du hier? Flobi. Ich frage mich, wie da die Ideen aussahen in den kreativen Köpfen von den Pokémon-Entwicklern. Lass mal ein Pokémon machen, was das so eine große Zunge hat. Ja, wie grob, was soll das noch? Nee, das hat nur eine große Zunge. Das soll mehr Zunge sein als Pokémon. Okay. Jetzt geht's aber los hier. Langsam. Okay, ich würde noch mal ein Dragoran sichten wollen und dann würde ich noch mal surfen gehen, ob das vielleicht mehr bringt. Mach mal so. Guck mal, das ist schon
Oh. Kian, was sagen wir denn dazu jetzt zu Kreideschrei? Was macht ein Kreideschrei nochmal? Kreideschrei senkt die Verteidigung um 2 Stufen. Wir wissen alle, dass haben Kieler wir noch eine gut Angriff hat. Aber für wofür? Für den Eissammel ist die Frage. Nein, weiß ich nicht. Also das Ding ist, man muss auch über die AP nachdenken, ne? Also muss man auch jetzt. Eiszahn hat die wenigsten. Und Biss kann zurückschrecken. Ich weiß es nicht. Aber manchmal ist ein Eisangriff halt geil auch. Haben wir noch was anderes, was Eis macht? Na, wir haben, ne? Unseren Eistut. Also unseren Kiffer. Lavados. Genau, ja, Lavados, ja. Also, wenn wir Eis brauchen, haben wir auf alle Fälle Eis. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht. Ich weiß, vielleicht würde ich es gar nicht verlernen. Also. Du, wir wissen beide, wie viel Kreideschrei gemacht hat, ne? Ja, war schon nice. Aber. Mach dich halt auch langsamer, ne? Nur weil du. Ich meine, wenn du zweimal angreifst, sind die meisten Sachen tot, oder? Ich weiß es nicht. Ob sich ein Kreideschrei halt lohnt. Weil es verzögert dich halt um eine Runde. Wenn ein Kreideschrei könnte man halt auch mal gegen Isso ballern dann, ne? Ja, ich denke halt nur an die Top 4. Wenn jetzt echt ein krasses Viech kommt, dann kann ich also einschläfern, dann wird Kreideschrei aufgeprügelt und dann wird's fertig gemacht. Ja. Ja, da hast schon recht. Aber ja, wenn es schläft, dann kann man auch zweimal. Naja, ich weiß es auch nicht. Also du bist jetzt nicht eher dagegen, oder was? Ja, irgendwie schon, aber. Also man kann ja dafür sagen. Wenn, dann wäre ich dafür, dass man den Eiszahn wegnimmt. Sonst würde ich es nicht tauschen. Also man kann ja sagen, falls es noch irgendwie was erlernt, was die Attacke steigert, können wir ja das. Ja. Es geht immer nur auf ein Pokémon, das ist halt auch das Problem, ne? Ja. Das schwächt nur das Pokémon, was gerade da ist. Und wenn ich was habe, was meinen Angriff steigert, dann wäre das nochmal natürlich eine Ecke geiler, ne? Dann kann ich mich anfangs buffen und dann wird durchs ganze Team rasiert. Nicht nur bei einem Pokémon. Da gebe ich dir vollkommen recht. Würdest du da mir vollkommen recht geben? Da seh dich. Mach Kreideschrei. Achso, jetzt muss ich ja die. Guck mal, wir haben schon ins Level 1000. Welches kommt denn jetzt? Das war. Hansi oder nicht? Bitte? Hansi oder nicht? Hansi. Ja, aber Hansi hat doch so lange gedauert. Hm, gebe ich mal. War mein Gefühl. Schluck mir mal. Meinst du für die Motivation? Ja, aber ich meine, was lange währt und so, ne? Meine haben wir auch auf Level 40 gezogen. Auch Level 24. Wisst ihr, kurz vorm Höhle verlassen kommt nochmal der schlimmste Albtraum. Ah, es ist doch, finde ich, wirklich die Karte nach draußen. Also ich wäre ja dafür, dass man nochmal irgendwo anders ganz kurz mal sein Wasser antestet. Und wenn wir da nicht glücklich wären, wäre ich wieder für die Stelle. Okay, dann sag mir aber, wo soll ich surfen? See des Horns? Nicht. Kann ich auf der Karte noch mal gucken? Auf meiner Karte. Ja. Auf deiner Karte. na, kann man hier rechts, so relativ da, wo wir eigentlich dran sind, unter der Siegestraße rechts davon, kann man da so surfen? Ich glaube, man könnte hier irgendwo surfen, wo wir hier lang gelatscht sind, ja. Ich jetzt auch nicht mehr. Ob das da. Also ich war schlecht, schwer hinzukommen und man hat halt. Na du, ey, warte mal. Wir können ja mal im See des Zorns nachstöbern, wie es da so aussieht. Und dann können wir nochmal da gucken, wo du jetzt gesagt hast. Was hältst du davon? Komm mal rein. Ist das ein Plane? It's a Plane. Oder ist das Superman? Superman. Superman.
regnet auch. Da müssen wir aufpassen. Ich hab ein geschultes Auge gesehen. Ja. Ist auch ASMR jetzt ein bisschen. Erzähl! Ich will mich komplett verarschen. Das ist doch. Was soll das? Okay, drei Pokémon. Drei Encounter gucken wir uns an. Aber Level 10 war jetzt natürlich. Okay. Ich sehe schon, worauf ihr hinaus wollt. Es wird besser, ja. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir gucken uns noch eins an. Level 35. Okay. Aber doch Level 16 ein bisschen besser. Aber das ist doch eine erbärmliche Trauerveranstaltung. Ist echt so. Level 6er Pokémon möchte ich nicht dabei haben. Dann, nein, Mann, mach doch einfach. So. Ja, genau, Siegestraße, ja. Müssen wir da durchlaufen? Nein. 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 Gucke mal. Da geht er einfach dran vorbei. Achso, jetzt kann ich auch ein anderes Pokémon vornehmen. Warum? Ich dachte, du würdest Rosalie auf Level 50 bringen. Ja. Hör mal auf jetzt. Das passiert doch alles auch. Ja, entschuldigen Sie. Ach Mann, ey. Das bringt doch auch nichts. Aber Level 30. Haben Sie schon mal was von Hornbohr gehört? Der Tag ist schon gut, kannst du nicht sagen. Oh, krieg die Kacke. Kannst du fliehen? Vielleicht kann man von dem fliehen. Okay. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Schreck zurück! Du darfst ihn nicht töten jetzt. Kannst du nochmal fliehen versuchen? Vielleicht hat er jetzt eine Packung gekriegt und denkt sich so, nee. Ich kann nicht fliehen. Aber ich kann mich heilen. Alter, du Schwein. Setz eine andere Attacke ein. Kannst du eine Beere einsetzen oder sowas, was nicht so teuer ist, schön von Mutti? Oder haut es so nicht hin? Muss man die Beeren mit dem Pokémon immer geben? Das Problem ist, ich habe jetzt keinen. Es kann doch nicht sein, dass hier auch ein. Nee, es ist echt zu hart. So. Aber ich meine, wenn du Lamus vorne spielen lassen würdest, dann würde es gehen. Ich will es ja nur sagen. Soll ich jetzt nochmal wechseln oder was? Wechsel nochmal auf Lamus und guck nochmal zwei, drei Mal rein. Ich meine, das sind wenigstens hochlevige. Schlimm.
Okay, Mann. Ich glaube, was sagst du? Was ist dein Endresümee zu diesem Feld? Ich hab keinen Bock hier zu kämpfen. Oh, okay. Auf dem Mann. Also ich würde jetzt hier nochmal gucken, wie sich das anfühlt für uns. So ohne Wohnen, genau. Also das war schon wieder... Na, man rechnet ja auch nicht damit, ne? Man denkt, man hat das Schlimmste schon, Gebiet schon gesehen. Und dann gibt es anscheinend einen See, wo nur wohin genaus sind. Das war eigentlich gar kein Wasser, das sind nur blaue wohin genaus. Guck mal, ist es nicht zuverlässig? Da kommt's gleich. Ein Wallet dann hat 600 gegeben, das ist schon okay. Das ist schon eine ordentliche Frequenz, ja, oder? Das fühlt sich schon schöner an, muss man mal sagen. Ne? Also ich, am Ende weiß ich es auch nicht, aber guck mal, wir müssen fast gar nicht zum Pokémon Center. Und klar, Dialga ist schon geil, das mit den 1000 Erfahrungspunkten. Ja, aber da musst du halt auch dreimal draufschlagen. Also ich weiß nicht, was zeitmäßig... Wir haben halt den Kollegen auf jeden Fall am Start, aber ich glaube, der ging auch, ja. Ja, da gibt halt nichts. Der nervt halt, ne? Den braucht man jetzt hier gar nicht. Aber den kannst du wenigstens ausnocken. Ja. Ach, vor Finale? Da haben wir schon vor Jahren aufgehört, Angst zu haben. Aber... Ja, Finale? Warum? Hat das auch eine... Bitte? Maximal KP-Anzahl, was es dir gibt, oder was? Nee, aber der ist halt Level 14. Also, das ist halt, der macht halt nichts. Okay. Zack, Lamus weg. Durch Finale? Mit Volltreffer? Warum? Aber das hat auch kein Trainer, bei dem ich jetzt bis jetzt dabei war, gemacht. So eine K.O.-Attacke für sich selbst. Ja, das ist ja deine Strategie, das wird ein Trainer ja nicht machen. Der wird doch sein eigenes Pokémon nicht umbringen. Hat das noch ein Café, so drückt das trotzdem. Ich glaube, ein Trainer, wenn er könnte, würde er sofort Explosion oder Finale einsetzen. Einfach nur ein Pokémon auf dem Meter haben in Maslow. Genau, das letzte Level 50er Pokémon, schöne Explosion reinprügeln. Und es kommt jetzt jedes Mal. Hallo? Haben Sie Senf bestellt? Weil es ist auch noch so gelb. Hat schönen Senfkopf. Hat schön mit dem Kopf zu sehr an den Senfglas reingeschaut. Und ein kleiner Tropfen Ketchup noch. Ja, ein ganz kleiner. Nee, ich mag beide. Ich mag Senf und Ketchup. Ein bisschen mehr Senf, bitte. Das ist das, was du denn kriegst. Ich würde gern Senf heißen. Wir können ihn nicht nach Senf benennen. Okay, aber könnt ihr mich so ähnlich nennen? Naja, okay. Damit sich die Leute über mich lustig machen können. Und gibt mir ich liebe Senf. Was für ein Quatsch. Und so ähnlich ist es gar nicht, aber es... Nee, kein bisschen, aber schön. Schön, schön. Ach, willst du das zu den jetzt? Das hat übrigens nur ein KP. Ich glaube, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Ich glaube, ich kann nichts machen mit Lamus. Nee. Ja, dann tschüss. Ja, lass mich in Ruhe. Ciao. Da kann man nichts machen, ne? Ich hätte gerne noch mal Senfe. Eine extra Portion Senf, bitte. Eine komplette Einsenfung. Wie, das hat sie überlebt? Na, wegen Ausdauer.
Da guckt er wieder nicht. Da schläft er schon wieder mit einem halben Auge. Nee, aber ich hab leider das jetzt hier nicht auf Vollbild, weil ich ja nebenbei immer was aufmachen muss hier, ne? Chef, bin ich entlassen? Nein, endlich mal. Also, der Mann kann nicht lesen. Er kann was? Er kann nicht lesen. Er denkt, dass Self Senfer ist. Aber wenn wir mal einen Selfie fangen dürfen, wir könnten ja... Ach nee, das wird nicht möglich sein. Wie willst du denn das fangen in diesem Naslok? Ja, vielleicht kommt's ja nochmal. Kanto, na klar. Ich sag ja immer, sag niemals. Du, was denkst du denn eigentlich, wie viele Pokémon wir verlieren werden in der Top 4? Also ich denke doch, keins. Dass wir wenigstens ein... dass wir hoffentlich wenigstens eins verlieren. Nee, aber ich weiß nicht, wenn wir im letzten Kampf mit 4 Pokémon stehen, glaube ich, können wir uns... gut schätzen, oder? Hä? Was ist mit dir jetzt los? Es wird gar keins sterben. Okay. Warum soll denn eins sterben? Also wenn wir Fehler bauen, ja, dann... Ja, und wenn EP, also keine Ahnung, wir werden irgendwann nicht mehr angreifen können und so eine Sachen, wenn wir uns nicht darauf bestens vorbereiten. Also es ist halt hart so, ich finde die Top... Weiß nicht, in der Top 4, dass da kein Pokémon stirbt, stelle ich mir sehr, sehr hart vor. Ich finde auch geil, dass es die Top 4 ist, ne? Aber man danach immer noch gegen den Champion kämpft und das sind ja effektiv 5 Kämpfe. Das die Top 4. Hinten raus. Gegen 5 Leute. Die ja, gefürchteten 3-4. Bitte? Hier kommt noch ein Ash mit einem Pikachu Level 80. Na, das ist ja erst ganz später auf dem Silberberg. Ja, aber wäre witzig. Verstehen Sie? Einfach weil man es dann nicht schaffen kann. Haha. Bitte senfen Sie mich einmal durch. Ich weiß gerade nicht, ob das an der Müdigkeit liegt oder ob ich das so lustig finde. Aber... Wir sind nicht müde, Marcel, wir sind voll Fokus. Ich bin hellwach. Das Schöne ist. Na klar. Mich hat aber keiner oder uns hat keiner angerufen. Nö. Na, die werden schlafen. Die Nachteulen. Ja, guck mal, Udo hat vorhin angerufen, das war es auch schon um 1. Doch mal den Udo zurück, eigentlich mal. Kannst du doch mal soll machen, ich den jetzt zurückrufen? Hier. Ruf mal an, den Udo. Dann soll die Leute anrufen, die ihn angerufen haben. Ja, wann denn? Ich dachte direkt danach. Hallo, Udo. Und die sülzen so lange, ey. Ich will nur Kampf lesen. Mehr will ich gar nicht lesen. War das eine Kampfanleitung? Ich hab's nicht. Nein, das war dasselbe wie vorhin. Das war Quatsch, war das. In erster Linie. Ganz großer Quatsch. Route 35 und 24 Schritte bis zum oder so. Safari-Zone. Das waren die Infos, die ich rausgezogen habe. Ich hab Senf rausgezogen. Sehr gut. Hat denn irgendwas gesagt? Hier ist gerade eine Bockwurst. Kannst du mir noch ein bisschen Senf vorbeibringen? Route 35, bitte. Ach, jetzt habe ich das Falsche gemacht. Naja. Fällt ja nicht auf. Ich bin hellwach. Nichts halt nicht brauch. So, der Plan war jetzt bis 14 Uhr durchzuspielen, ne? Bis 14 Uhr, damit wir den 24-Stunden-Stream geschafft haben, ja. Also eigentlich müssen wir nur noch 19 Stunden, jetzt nur noch 18. 17,5 nur noch. So, das zählt so nicht, glaube ich. Nee, man muss die am Stück gemacht haben, oder was? Ja. Aber wir haben halt auch ein Leben, ne? Hast du auch das, wenn zum Beispiel der Mond ganz hell ist, dass du dann mitten in der Nacht aufwachst? Also es muss ja nicht mal Vollmond sein, aber ich hab das manchmal. Also ohne jetzt Esoterik-Schwurbler zu sein, aber... Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mal nachts schlecht geschlafen habe, eigentlich habe ich ja einen sehr guten Schlaf, dass ich mir oft denke danach, oh ja, war gestern Vollmond oder sowas, aber... Na ja, komm mal in mein Alter, ne? Also viele Vollmonde nehme ich nicht wahr, ne. Dann war's das mit dem... Ich habe einen angenehmen Schlaf. Ich habe früher auch geschlafen wie ein Stein. Aber
dachte, du kannst relativ schnell da einschlafen, wo du möchtest eigentlich. Ja, an sich schon. Aber ich habe neuerdings so Phasen, da werde ich einfach wach nachts. Und ich habe für durchgeschlafen. Easy peasy, gar kein Problem. Was machst du dann, wenn du wach wirst? Ja, das ist ja die große Frage, ne? Ich versuche dann wieder einzuschlafen. Ne? Also liegst du im Bett und versuchst zu schlafen. Und denk, dann kommen die Gedanken, ne? Jetzt schlaf, ja. Jetzt hab dich doch mal nicht so... Schlaf doch jetzt mal. Einfach mal die Äuglein zumachen. Schäfchen zählen. Nicht an das Leveln denken. Ja, nee, aber... Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Phase auch, ne? Hast du schon mal Schäfchen... Also ich hab schon mal Schäfchen gezählt, aber das bringt mir nichts. Also... Zero. Also ja, ich habe es natürlich auch schon mal versucht. Am schlimmsten ist immer, wenn ich nicht einschlafen kann. Und jetzt gebe ich dir das mit auf den Weg. Ist dann auch so an Atmen zu denken. Weil wenn man an Atmen nicht gedacht hat beim Einschlafen, dann ist es halt automatisch passiert. Aber dann, wenn man sich auf seinen Atem konzentriert, das ist schlimm. Man hat eine zusätzliche Aufgabe auf einmal. Also soll man das jetzt machen oder nicht? Also ich würde es nicht tun, nein. Weil warum sagst du das dann? Ja, um dich zu ärgern. Ach so, okay. Oder wie denn, manchmal stört mich auch dolle, wie meine Zunge in meinem Mund liegt. So, ah ja, oder dass das so nass ist, ne? Also, weil der Mundraum ist ja immer nass. Nass. Und wenn und mir das trocken. Bewusst ist, dann denke ich mir auch immer so, schon komisch, dass das immer nass ist. Ach ja, der Körper. Ein Fleischsack gefüllt mit ekelhaften Flüssigkeiten. Wir schieben es uns rein. Jetzt habe ich wieder falsche gemacht, weil ich was trinken wollte. Aber Level 49, es läuft. Eins haben wir Level 45 und das andere? Noch nicht Level 45. Muss besser aufpassen, Kian, dann, wenn du es sehen willst. Na, ich weiß es selber nicht, passt auch nicht auf. 41. Na, guck mal. Das hat sich doch schon gelohnt. Na, Hans zum Glück ist ja auch schon ein bisschen älteres Semester, ne? Er ist, Den kannst du auch nicht so schnell neue Tricks beibringen. So aus dem besten Fußballalter raus, würde man sagen. Ab einem gewissen Alter wird nur noch gegrätscht. Da kriegt nochmal Blutgrätsche völlig neue Bedeutung. Hornbohrer. Was ist denn Hammerarm? Na hallo. Eine Kampfattacke? 100, geil. Senkt Initiative des Anwenders. Oh, das ist natürlich schlecht. Hans zum Glück ist schon langsam. Oh, 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 Kilian. Aber 100 will ich mir schon reinprügeln. Ja komm, wird genommen. Stampfer, ich liebe auch Stampfer, klar. Wegen Zurückschrecken. Aber Hammerarm! Ich hätte es mir auch mal mitgenommen. Prügel den Arm rein! Alter, Hans ist eine richtige Kampfmaschine. Der bohrt die Pokémon tot, der schlägt die tot. Bodo! Das ist echt witzig. Bodo Ramelow, was los? Ja, mit... Was, mit Zapdos? Snubbelig hat. Achso, du bist auch dein. Naja, Quatsch. Könntest du zurückrufen, den Dude? Ich wollte einen politischen Witz machen, aber ich hab's jetzt vergeigt. Bodo Ramelow. Naja. Es ist halt manchmal Zeit für Witze und manchmal nicht. Man ist zu spät, ja. Das Applausometer sinkt. Nee, aber was ist mit dem Rückruf passiert? Den wolltest du nicht. Ach so, doch, na klar. Ich dachte, das ist der Safari-Dude-Guy. Hieß der nicht auch Bodo? Ach, was weiß ich. Ach hier, Baudo heißt der. Naja. Boah, jetzt mach. Hallo? Hallo, Bodo hier. Bobby? Einkaufscenter? Okay. Bullshit. Und losziehen sollst du da. Der Hammer. Ich zieh gleich mal was los. Was ist da für ein Los?
Vielleicht ist da ein Feuerstein drin. Hier, wir verschenken Feuersteine. Für jedes Los 5 Feuersteine. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir können ja einmal nochmal dann in die große Kaufhalle gehen. Na klar. Für die ganzen Eisen und Pipapo Statusaufwertungen. Ja. Da tun die Trainerkämpfe ja auch gut, weil es ist auch Money, ne? Geld ist ja auch eine Währung. Geld ist auch eine Währung, ja. Geld regiert, also. Ne? Okay, das ist die Frage, wie lange machen wir denn jetzt heute noch? Kein Spaß mehr macht. Ich weiß nicht. Na, ich frage dich. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich denke, eine halbe Stunde könnte ich noch machen. Und wenn es dann nicht halt... Weiß ich nicht. Wenn es dann nicht reicht, dann... Ich muss morgen 14 Uhr arbeiten. Ich möchte gerne 8 Stunden schlafen. Ich stehe wahrscheinlich dann spät. Ja, kann halt auch um 11 Uhr, um 12 Uhr aufstehen. Das geht alles klar, es ist 2.14 Uhr. Das wird spaßig so oder so morgen. 14 Uhr. Ja, wenn ich um 12 Uhr aufstehe, könnte ich jetzt noch eine und dreiviertel Stunde machen. Gar kein Ding. Was du hier redest, ey. Ich bin hier gleich am Wegschnarchen. Und du erzählst hier was von 9 Stunden. Eine und eine Dreiviertel. Komm, ein Pokémon. Ja, nee, das können wir auch. Eine Portion Senf noch. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Das kennen wir auch nicht. Achso, wir sind jetzt, glaube ich, schon in der Stadt. Wahrscheinlich. Nee. Ach, was weiß ich. Ich muss nicht alles wissen, ne? Ne, kann man ja auch nicht, ne? Und heutzutage muss man auch nicht alles wissen. Du musst halt nur wissen, wo es steht. Das ist auch so ein Operspruch. Man kann es googeln einfach. Wenn es das nicht mehr gibt. Stell dich mal vor, Alter, früher die Leute, die mussten. Also da Gelehrter zu sein früher, das war schon eine Ansage, ne? Da musstest du echt die Leute fragen. Ja, wie waren das? Und dann hat er dir das einfach erzählt, die ganzen geschichtlichen Daten runtergerattert. Bücher gab's nicht. Ja, okay, es gab schon noch Bücher. Also ja. seit dem Buchdruck halt. Davor wurde dann halt schön, ne? Nur ausgewählte Leute hatten dann. Ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Du willst über die Wissensverteilung reden und hast du recht. Das ist schon ein großes Gut. So, jeder kann sich, oder fast jeder, der einen Internetzugang hat, kann sich über viele Dinge im Leben informieren. War damals teurer. Auch so, das ist ja auch, also Buchdruck war schon eine geile Nummer, ne? Ich meine, früher haben die echt die Bücher halt abgeschrieben mit der Hand. Das hat ultra lange gedauert. Und das ist auch keine geile Aufgabe. Und was machst du, wenn du dich denn verschreibst, ey? Kriegst du wieder Schläge mit der Peitsche, ey. Rosalie ist bald Level 50. Schon krass. Toll. Ich find's gut. Bitte? Die nächste Folge wird dann nicht der Oberhammer. Ich sag dir, wie es ist. Schön. Schön dann in die Top 4 rein alles vernichten, was da ist. Dein Zitat war, wir können froh sein, wenn wir noch 4 Pokémon beim letzten Typen haben. Level 50. Das heißt auch ein bisschen, ja, naja, dass du nicht für uns, du glaubst nicht an uns. Mann, jetzt mach auf Tausch. Ich hab nämlich ein bisschen das Gefühl, du glaubst nicht an uns. Hau jetzt mal diesen geilen einen. Haben Sie schon mal was von Hornbohrer gehört? Oh, schade. Haben Sie schon mal was von Hornbohrer gehört? Den neuen, die wir erlangt haben. Ich muss sagen, das macht mich schon echt glücklich, wenn Hornbohrer mit einer
was nur 30% Genauigkeit hat, trifft. Ich wollte jetzt die neue Attacke nicht einsetzen, weil das eine Kampfattacke ist und das ein Psycho-Pokémon. Aber ja gut, das ist schon ein guter Levelunterschied. Guck mal, mein Arm. Target die Attacke daneben. Batz. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Ja. Könnte sein, weil das ein Psycho-Pokémon ist. Aber schon Level 43. So, es läuft doch. Der Drops wird doch gelutscht hier gerade. Ich spür's. So, dann haben wir von 6 Pokémon haben wir jetzt 1 auf Level 45, 1 auf Level 43 und 1 auf Level 50. Und 1 ist gar nicht in unserer Klasse. Nee. Das ja. Hast du auch rausgemacht. Kommt doch mal Voltenso, das kam mir seit Jahrtausenden nicht mehr vor. Zerschneiderei. Mir reicht's. Ich liebe auch zu Zerschneider, Zerschneiderei zu sagen. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich ein bisschen dumm bin. Manche dumme Sachen kann man noch mal lieb haben. Vielleicht mag ich es einfach, Sachen falsch auszusprechen. Weil Senfe spreche ich auch falsch aus. Echt? Echt? Heißt es nicht Senfe? Bonbora. Das meine Welt. Das meine Welt. Ey, wirklich, du musst es nur aussprechen, die Attacke, und dann trifft die auch. Du musst doch mal ein bisschen dummer Hornbora. Ah, okay, schade. Horn. Ja, jetzt habe ich es zweimal nicht gesagt, ne? Ach, jetzt mache ich auch schon wieder Blödsinn. Ging daneben, zum Glück. Was Ach, jetzt hat er. Oh, jetzt macht er auch blind gerade. Wo ist denn das Pokémon? Welchen Senf soll ich angreifen? Ich sehe keinen Senf-Pokémon. Ja, ich meine Selfe. Selfie. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Selfie, genau. Ich soll ein Smartphone angreifen? Ja, ne? Und dann habe ich ja mir schon einiges hier. Was, ruft doch mal auf Verdacht jemanden an. Meine Mutti oder wen soll ich also anrufen? Nicht deine Mutti. Jeden anderen, aber nicht deine Mutti. Na, Bodo soll ich wahrscheinlich auch nicht anrufen. Nee, ruf mal jemanden an, der dich sag mal, wen soll ich denn anrufen? Wolf, das ist doch ein Name. Geberturnier. Ach, Quatsch nicht, ey. Okay, dann rufen wir nochmal Arno an. Ich freue mich auf unseren nächsten Kampf. Okay. Heißt das, er will kämpfen oder was war das jetzt für eine Aussage? Ist das, er will kämpfen? Nee. Ich glaube, die sagen dann nochmal, ich bin auf der und der Route. Das heißt dann, ich will kämpfen. Lass uns kämpfen, ey. Das ganze Leben dreht sich um Kämpfen. Ellbogengesellschaft. Bam. Kapitalismus. Gib mir Senf. Ein bisschen Senf muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Wo es ja Nacht ist eigentlich. Ey, was ist los? Warum triffst du nicht die Attacken? Ich meine, klar, jetzt ist... Aber Zerschneiderei hat eine 100%ige Genauigkeit. Also, ne? Mhm. Auf dem Papier. Ja. Oh, scheiße, da hat jemand angerufen. Weißt du, wie der hieß? Da stand irgendwas mit W, glaube ich. Wolfgang oder so? Konnte es nicht so schnell sehen. Das hier oder sowas. Lass uns wieder kämpfen. Ich fordere dich so lange heraus, bis ich gewinne. Ja,
Dann sag mir doch, wo du bist. Soll ich gucken? Das ist, glaube ich, der im Leuchtturm. Oh, Mann. Die Frage ist, aber ich habe doch gerade gesagt, die sagen dann immer, wo die sind. Das hat er nicht gesagt. Hätte ich auch gesagt. Aber er war schon dolle heiß. Aber mir war so, oder war das jetzt auch nur Smalltalk? Ah, kann gut sein, dass es wieder Smalltalk war. Aber wir werden jetzt einfach gucken, ob da oben der Wolf drin ist. Oder wie hieß der? Ja, du bist schon wieder komplett... Der hieß nicht Wolf. Du hast gesagt, was mit W. Ja, der hatte ganz komisch einen Napulak oder so. So heißt kein Mensch. Das müsste der hier gewesen sein. Okay. Ich glaube, das war der. Auf jeden Fall Matrose. Bitte geben Sie mir Geld. Ein bisschen Geld, damit meine Mutti Sachen kaufen kann. Ja, ansonsten könntest du auch nochmal gucken, ne? Aber musst du auch nicht. Aber ich glaube, das war der einzige Matrose. Nee, das hat sich jetzt gar nicht ausgezählt. Irgendwas hast du jetzt also gesagt, ja? Ach so. Ja, ich guck gleich nochmal nach. Napulak, Napoleon. Uiuiui. Hier. Der am Leuchtturm ist der gewesen. Nepolmog. Ja, was ist das für eine Finte gewesen? Okay, dann ist es wirklich, die müssen die sagen, wo die sind. Dann ist es. Haben wir auch wieder was gelernt hier. Haben wir wieder was gelernt, ey. Man lernt immer was dazu. Unglaublich. Hat man wieder die Möglichkeit, was zu verlernen. Damit man dann. Was Neues. So wie Attacken verlernen. Es wäre eigentlich cool, wenn man mal 5-6 haben würde. Ey, das denke ich mir so oft. Aber ja, gut, das ist natürlich auch so eine strategische Komponente auch, ne? Dass du dann genau überlegen musst, welche Attacke nehme ich rein. Aber klar, nützlicher wäre es schon. Ich meine, 6 würde jetzt auch kein Bein ausreißen. Oder 5. Ja. Wäre schon, allein schon für die VMs. Ja, oder man könnte ja auch sagen, dass VMs nicht auf diesen Platz gehen, auf diesen Attackenplatz. Ja, stimmt, dass jeder quasi eine VM oder zwei VM-Slots hat. Ja. Das wäre doch nice. Confusion. Ich bin ein Ninja-Samurai. Denkst du falsch, weil es Martin falsch denkt? Lass mich. Dämon, Samurai. Entschuldigung. Wenn es um Oshikuro ging, natürlich. Kann ja sein, dass du bei jemand anderem meintest. Nee, ich meine schon. Ja, aber habe ich nie gesehen. Tatsächlich. Also ich kann mich nicht erinnern. Also ich kenne das Intro. Aber mehr auch nicht. Du warst ein bisschen übervorsichtig mit dieser Flucht, oder? Ich war im gelben Bereich. Kumpel. Du bist geflohen. Ja, weil ich vergiftet war. Ich weiß halt nicht, ob du irgendwas mitkriegst. Bitte? Ah, nee, wir wollen jetzt echt nicht verlieren, vor allem nicht unseren Hansi. Na, mit Hornbohrer zum Beispiel? Ja, schade. Lohnt er sich natürlich, ne? Oh, was passiert jetzt? Ach, krass, okay, Ausdauer geht dann trotzdem. Hast du gesehen, ne? Es hat Ausdauer gemacht, ich habe Hornbohrer reingeprügelt und es hat trotzdem überlebt. So viel zum Thema, ist eine K.O.-Attacke. Ich kann auch nicht viele Pokémon von sich sagen.
K.O.-Attacke überlebt. Es muss für Rizeros auch dann. Also für Hansi muss das natürlich jetzt auch ein Schockmoment sein, ne? Er konnte sich immer auf sein Horn verlassen. Und auf einmal steht es noch da. Das wär, wenn das Rizeros wäre von dem Typ von vorhin, das wäre dann auch so. Schiedsrichter, ich hab Hornbohrer eingesetzt. Ist raus. Also eigentlich, ich weiß nicht, wieso er jetzt noch da steht. Soll ich nochmal die Beschreibung holen von meiner Attacke oder was? Ja, K.O. Das macht keinen. Also das. Hallo? Das ist. Gibt da keinen Spielraum. Leute, dann brauchen wir sowas nicht mehr machen. Schiedsrichter! Hallo? Leute. Machen wir noch einmal Hornbohr rein. Das ist eine Leute, das ist eine K.O.-Attacke. Die trifft schon mal gar nicht und dann überleben die Viecher noch. Was ist das? Ja, ich weiß, was Ausdauer macht. Ja, aber ich mache eine K.O.-Attacke. Das ist eine gelbe Karte. Sonst spiele ich hier nicht mehr weiter. Warum darf ich überhaupt immer erst ein zweites angreifen? Würde das gehen? Nee, aber Spielkraft zündet in jedem Fall, ne? Das wirst du nicht angreifen können und danach kommt erst der Angriff. Bei was? Wenn sie das blocken oder wie überlebt er mit seinem einen KP? Naja, macht. Also Ausdauer ist auch, genau, also das ist egal, ob ich ein schnelles Pokémon habe. Wenn das Ausdauer einsetzt, greift das, also macht es immer zuerst Ausdauer. Aber umso öfter du Ausdauer einsetzt, desto wahrscheinlicher wird das gelingen. Genau. Also du kannst nicht die ganze Zeit Ausdauer spammen. Irgendwann trifft. Okay, würde es misslingen, also quasi. Ja. Genau. Okay. Aber du kannst Ausdauer nicht überspeeden. Also in der ersten Runde kann es manchmal ganz cool sein. Wäre auch geil, so ein Pokémon. Also ich glaube, du kannst. Weiß ich nicht, also wäre lustig, wenn du ein Pokémon so nur vier so K.O.-Attacken beibringen könntest. Und dann immer so, okay, Geofissur, okay, es lebt noch, okay, Hornbohrer, okay. Ja, krass, ja. Ich weiß gar nicht, gibt's vier? Na doch, Geofissur, Hornbohrer, ewiges Eis und dieses Geotine-Ding, wo wir jetzt nicht sicher waren, ob es das Steinkante. Da gucken wir uns doch mal an. Oh, 5 AP. 100. Anwender sticht den. Hohe Volltrefferquote. Also man muss sagen, Hansi hat schon. Also der hat was mit seinen Augen, der kann nicht so gut mit Genauigkeit, aber. Wenn es trifft, dann wird reingeprügelt. Müssen wir mal ganz ehrlich so sagen. Der Fuffi wird wieder als letztes hochgezogen. Ich sehe das kommen. Das beruhige dich erstmal, ja. Hat der jetzt noch den EP-Teil da drin? Nein. Ich weiß halt nicht, ob du mir überhaupt zuguckst. Langsam muss ich mich echt fragen. Sehr gut. Ich wusste nicht, ob du an alles denkst. Bitte eine Portion Senf. Danke. Ja, ein klein wenig Ketchup. Bitte senfen Sie mich komplett ein. Kian, ey. Aber wir müssen auch mal langsam ins Bettchen, ne? Wir haben ja heute trotzdem ein gutes Stück geschafft. Ich meine, es waren jetzt wirklich 7 Stunden. Also guck mal, ich sag, wir können ja noch mal 10 Minuten ballern. Dann haben wir 2 Stunden. Dann sind schon wieder 2 Stunden vergangen. Fühlt sich nicht an wie 2 Stunden mit dir. Die erste Stunde war ja vielleicht auch wirklich, oder die erste halbe Stunde war Trainersuchen oder so. Die uns bis jetzt wenig gebracht haben. Ey, ein Kampf. Killern, ein Kampf. Ja. Und der hat ordentlich Geld gebracht. Das Geld, ne?
Guck mal, Mutti hat auch noch nicht angerufen. Ich die schläft jetzt auch, ne? Klar. Die träumt schön von ihrem Shopping-Sender. Vielleicht hätten wir uns wirklich sagen müssen, ey, lass mal um 10 uns ransetzen und dann bis 12 spielen. Anstelle, dass wir uns hier... Na, du hast dich rumgekraucht. Du warst schön, da komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ja, es war eh spontan jetzt gerade alles. Es war spontan, aber ja, wir hatten halt diese spontane Idee auch mit den Trainern und dachten, das läuft ein bisschen steiler an, obwohl es jetzt mittelmäßig gelaufen ist. Ich war hier die ganze Zeit sehr skeptisch dahingehend. Das ist richtig, ja. Aber am Ende ist man ja immer schlauer, ne? Vielleicht könnte man aber trotzdem das, wenn man das nächste Mal so einen Run macht, die Nummer mitnehmen. So, weil du siehst, die fucken einen schon nicht so krass ab. Nicht so, dass die uns dann dauern noch so sehen. Ja. Aber man müsste ja trotzdem gucken, welche rufen einen nur so zum Spaß an. Oder meinst du, man kriegt wirklich von manchen die Nummern, die dich gar nicht angreifen, also die gar nicht mehr mit dir kämpfen? Na, ich glaube, es gibt auch Leute, die erzählen nur so bla bla Zeug. Ja? Aber ich würde mich jetzt auch nicht, also händemäßig, in ein Feuer stecken. habe ich gesagt. Gefällt mir. Auf jeden Fall nicht dafür. Ey, aber wir haben schon mal Level 50er Pokémon. Und zwei Level 45er? Ja. Schon das halbe Team, ne? Das ist korrekt, Domon. Level 41. Es wehrt jetzt auch langsam schon gut ab. Es sind manchmal keine One-Hits, ne? Das... Ja, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil Kiffer hat übelst viel Angriff. Verstehe ich nicht, wie das überlebt. Ey, das macht einmal Smog, das kann doch nicht wahr sein. Aber war jetzt hier besser leveln oder nicht? Ich glaub schon. Also auf alle Fälle auch sicherer leveln. Mit Lamus war es halt krass, ne? Irgendwie. Man muss halt alles mit einem. Ja. Worauf spielst du das Game? Auf einen Emulator. Über PC. Aber er ist im Besitz der Original, ja. Des Originalspiels. Ich hab auch hier Controller gerade. Und bin überhaupt nicht müderig. Guck mal, wie professionell wir sind, ey. Da schreibt immer um die Uhrzeit im Chat und das wird sofort gesehen. Sogar ein TV-Sender. Ja, doch, muss ich dir geben.
Hat mir gefallen. Aber ja, ist TV ist ein Name, klar. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Senf. Ah, ja, ja. Okay, Kea, noch 5 Minuten. Kriegen wir noch rum, ja. Vielleicht kriegen wir bis dahin noch einen Kiffer Level 45, aber ich sehe es, glaube ich, nicht. Es sei denn, es passiert ein Wunder. Und 4 Leute rufen an in der Zeit. Mutti ruft an. Einmal könntest du noch in den Laden gehen, bevor wir schlafen gehen, okay? So, das Prinzip Hoffnung, ja. Vielleicht ist der Feuerstein da. Wissen es ja alle nicht. Das wäre schon krass, ne? Ein krasser Feuerstein. Ich gehe heim. Vielleicht, du weißt ja, den einen Anruf wisst ihr ja nicht mehr, wer ihn getätigt hat. Vielleicht war das die Mutti, als wir aus der Höhle rausgerannt sind. Na klar, ja. Gebe ich dir schon. Du findest immer so Schlupflöcher, womit du meine Hoffnung schürst. Es kann ja wirklich sein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und jetzt wartet der Postbote die ganze Zeit auf mit dem Paket. Ja, mit dem Feuerstein in der Hand. Auf dich. Die Sache, der wird immer einen Feuerstein in der Hand haben, ne? Aber der wird dann immer schön sagen, ja, ich gebe den Feuerstein. Na klar. Das Kind braucht nur eine Beere. So eine Beere, und beim Mondstein hätten wir nämlich fast erwischt, ne? Da hat er noch schnell. Ja, hier ist der Mondstein, na klar. Hat er sich schon geärgert, gedacht, ja, scheiße. Die ganzen anderen 8 Steine schön in der Tasche gelassen, ja. Naja, gut. Der hat sich den Sack voll gemacht. Ist der Weg toll. Ja, guck mal, den ganzen Tag da zu stehen, ist auch nicht einfach. Und wenn der Bengel nicht kommt, dass er auch keine Nummer gekriegt hat oder so, dass er nochmal sagt, ey, kommst du mal jetzt oder? Oder was ist jetzt hier? Ich kann nicht den ganzen Tag, ich habe auch Familie. Das ist richtig schlimm, ne? Einfach nicht abgeholt, den Typen. Nee, ist leider nicht da. Siehst du, der ist schlafen zu Hause. Der schläft schön auf seinem Feuerstein. So, dann gucken wir uns doch mal das Quatschteam hier an. Guck mal. Schon Stein. So. Lass mich doch mal nochmal in die Berichte hier reingucken. 12 Level müssen wir noch insgesamt. Der Angriff ist schon eine Ansage, muss man mal echt sagen, von dem Viech. Von dem 154. Wenn der noch schöne Verteidigung hätte, Spezialverteidigung, wäre das schon nice. Aber hier, der ist auch, ne? Ist ja auch. Auch Tanky. Ich auch nicht verkehrt. Ja, und du kackst halt ab ohne Ende, ne? Ja, ist echt so. Dich müssen wir noch entwickeln, damit du hier mitkämpfen kannst. Ah doch, da haben wir schon 3 schöne neue gefunden. Oh, dann würde ich sagen, es wird abgespeichert. Machen wir die Sache ab, aber nächstes Mal vielleicht noch eine Stunde. Dann sind sie alle auf Level 45. Mhm. Dann könnte man reinreiten. Es wird reingeritten, ja. In diese Top 4. Ai, ai, ai. Ich speichere nochmal ab, weil ich ein dämlicher Hund bin. Okay, Leute. Und, das war mir ein Blumenpflücken, ein Vergnügen. Um diese Uhrzeit. Tschüss. Danke für den Support.
Also Kilian und dich meine ich, nicht die Leute, weil die hier auch gar nichts geben. Okay, nicht ciao. Mehr.